dieser Reim beinhaltet das ehemalige FP1, die Duroplastfertigung. Als kurzer Baumwolle, die zum Weben und so nicht zu verwenden war, oder auch dreckige Baumwolle, wurde bei uns angeliefert in Riesenballen, zerzupft und da wurde das Vlies hergestellt. Und diese Kalander, die machen immer rauf und runter und legen dann immer eine neue Vliesart drauf. Hier oben in dem Kasten war das zermahlene Kunststoff, das wie Bernstein aussah. Böse Urlauber aus dem Sachsenring haben am Strand manchmal sowas verloren und die Leute haben gedacht, sie haben Bernstein gefunden. Das wurde gemahlen und dann hier aufgebracht. Warum sieht das hier so gelb? In mehreren Schichten, ne? Das sehen wir ja hier. Zum Schluss wurde es dann so stark früher, später nur noch so. Es wurde also immer gespart an Trabi, auch in der Kunststoffdicke. Es gab jetzt hier noch eine Korblehre, die sehe ich hier nicht. Wenn das Vlies rauskam, wurde das kurz mal draufgehalten. Und dann wurde diese Kotflügel zum Beispiel vorgedruckt in der Baumwolle und mit dieser Säge wurde das dann grob ausgeschnitten. Zusammengerollt auf dem Wagen und mit dem Wagen an Pressen transportiert. Die sah natürlich zu DDR-Zeit total voll Wolle und weil das Warmwasser, bis zu 800 Grad Warmwasser war hier drin, Druck. Hier wurde das eingelegt, runtergefahren, wirklich gepresst und dann immer mal wieder hochgefahren, kurz entlüftet und wieder gedrückt. Also die Presse ist nicht zusammengefahren, ein Mäuser, die hat immer so gearbeitet, stoßweise. Und wenn das dann fertig war, das Teil, durfte es auch nicht so lange hier drin liegen bleiben, dann hat es sich verzogen. Und dann sah das so aus. Und diese Wollränder, das trifft auf alle Pressstoffteile zu, also auch aufs Dach, was ja viel größer war, wurden an der Bandsäge zwei Mann durchgehauen, kann man sagen, und abgeschnitten. Es gab früher für solche Teile auch Maschinen, die haben das abgeschnitten und dann gleich gefräst, die Kante so zum Verbauen, ne? Dass die sauber ist und so. Ja, das sieht hier heute aus, dass du Kaffee trinken kannst, aber früher große Fluktuation in dieser Fertigung. Also ein Meister, da habe ich die Arbeitsschutzbücher kontrolliert, der hatte so 37 Mann. Wenn wir im Herbst gekommen sind, standen da schon 220 drin. Also immer wieder Leute, die das nicht vertragen haben, Hautausschlag. Weg, neue Leute ran und das war immer eine Fertigung, wo viel Fluktuation war. Und man hat, wenn diese Leute in Opus gestiegen sind, hat man das gerochen. Kommt FP1. Das ist ein halbes Gerippe, zum Teil beplankt. Ich zeige jetzt mal die Arbeiten, die ich ausgeführt habe an mein Band, wo ich selber noch gearbeitet habe. Diese Schweißnaht hier unten, die müsste man hier rumkommen. Ja. Diese Schweißnaht, die geht dann hier rein. A-Säule. Dasselbe hier, B-Säule. Geschweißt. Und dann sieht man jetzt schlecht, hier hinten, die Ecke war frei, also Bodenblech, das Heck, und da war, konnte man mit dem Finger durchstecken, so ein Loch, und das wurde auch verschweißt. Wir machen jetzt mal ein paar Ergänzungsaufnahmen für deine anderen Filme, vielleicht kannst du das mal einschnippeln. Ne? Mhm.
Das ist die Ziernaht, von der wir schon mal gesprochen haben. So sahen die dann aus und die haben wir nicht mehr bearbeitet. So ist das eine lackiert worden und ausgefahren. Und früher war da eine richtige Naht drauf, also vor allem, wenn wir alte gegengeschweißt haben. Das sah ungefähr so aus wie hier. Und das musste man trainieren, dass da solche Nähte rauskamen. Also da haben wir ein ganz Stück gebraucht. Das ist hier das sogenannte Sauerkraut. Ja, eine Halteschiene offen, eine angepunktet, offen, angepunktet. Da wurde dann der Gummi hingelegt und zugeklemmt mit den offenen. Wichtig war auch, dass diese Krallen, die angepunktet sind, hier immer anliegen. Hier sieht man mal, dass so 2-3 mm Abweichung, 5 mm vielleicht sind. Ne? Das durfte nicht sein, das musste ran, dass der Gummi dann wirklich abgedichtet hat. Peckenlifting, von dem wir uns letztens unterhalten haben, mit dem Einschmieren. Hier sieht man mal die Fläche, die man da drunter und dann hier reingeklebt. Ja, hier sieht, den Deckel sieht man von hinten nicht, weil das Fenster schon drin ist, im Fenster. Aber hier, das haben wir ja nicht gesehen, weil die Blende oben drauf ist. Ja. Breite Mittelsäule, hier sieht man das deutlich. Ja. Wo der Rollkorb dann reinkam, ja, das ist das, die Öffnung. Und hier nochmal zu dem letzten Beitrag, das Profil. Hier sieht man es ja, ne, dass das Höhlprofil ist, hier alles Höhl. Wenn das gerostet war und ins Tauchboot kam und hinten in den letzten Gutzen eher nicht, die Säure, die hat sich dann eingefressen, die kam nicht wieder raus. Ne? Darum hat das Ding gerostet. Vor allem der Kombi hier an dieser Naht, die wurde hart gelötet, ja, damit das nicht so zu sehen ist und kein Wasser reinläuft. Und das war so eine Schwachstelle am Kombi. Das ist dieser Querträger, mit dem ich immer mal gesprochen habe, was so eine Schwachstelle. Also hier am Boden lang war das alles Höhen, die Einschneidschiene kam dann drauf und hat das zum Profil gemacht und da drin auch Rostgefahr sehr groß. Das ist, wo ich erzählt habe, Mutter am Seitenteil. Radschale, hier ist nachgearbeitet worden, sind keine Punkte drauf, ne? Hier sind Schweißnähte. Und in diesem Hohlraum hier, da stopfen wir die Schnapsflasche, von der ich erzählt habe, wenn jetzt der Grünwinkel hier drauf ist, wird das ein Hohlraum und da tun die dann so richtig schön klappern und keiner findet gleich. Also hier wurde mal ein Trabant, es wurde mal ein Trabant verkauft. Ja, nicht bloß einer, bestimmt. Der. Mit Schnapsflasche vorne und Kühlflügel dran. Ne? Das sieht man das ja nicht. Aber man kann sich ja jetzt vorstellen, wenn hier der Kühlflügel dran ist, ganz schöner Hohlraum. Mhm. Und dann beim Fahren hat das natürlich geklappert. Die haben nur den Raum auseinandergenommen, die haben Boden untersucht, alles. Aber irgendwann als Zufall mal ist das dann mal entdeckt worden. Das Schwarze hier ist das sogenannte U-Boot-Deck. Das war diese Schicht, die also im Trabi von unten nochmal versiegelt hat. Boden, das gibt es ja heute noch. Wenn du hier Unterbodenschutz machen lässt, dann sieht das ungefähr so aus wie hier. Damals. Das ist jetzt also, der 1-millionste Trabant? Ja. Da war ein großes Papier gespannt und da ist er durchgefahren. Aber die ist nach Heim gefahren und da war schon verstorben. Das sind so hier Geschenke zum Tag des Metallarbeiters. Da gab es Handtücher, habe ich auch noch daheim. Diese Gläser, Tassen, andere wie hier, den Bembel habe ich auch. Das waren so Geschenke zum Tag des Metallarbeiters. Die Stifte hier, das EP mit Buntstifte. Hat dann jeder Kollege im Betrieb bekommen zum Tag des Metallarbeiters. Wir haben so eine typische DDR-Garage. Wie das halt damals so war.
ein interessantes Gerät für die Heimwerker. Das konnten die den Trabi zu Hause mal ankippen und neuen Boden streichen oder die Auspuffanlage erneuern, wie hier dargestellt. Was auch sonst, wer hatte eine Hebebühne zu DDR-Zeiten? Und alles ganz problemlos. Ein Wagenheberrohr wieder aufgenommen und einfach hochgedreht. Jetzt kommen wir langsam zu den Schmeckern. So wie es hier steht, haben das, ist der B240 Sachsenring-Auto. Das hieß also Sachsenring. Und ist dann zum Schluss der DDR nur noch bei der Armee und so geformt worden. Ja, das ist eine extra Anfertigung als Repräsentant. Das haben sie 69 umgebaut. So sah das Serienfahrzeug nicht aus. Aber die Ausstattung, Lehrer hier, die war auch so. Also man saß wie auf dem Sofa. Denn der B2, so ihn hatten wir an der Grenze auch. Wir haben uns manchmal geholfen beim Tanken und mein Kollege hier, der Schöpfer, war eine Schlampe. Und da sagt er, tank mal mein Auto. Und wir hatten da unten einen kleinen Bunker, eine Drahtzaun, da ging die Schräge an. Und ich will bremsen und da musstest du erst pumpen, dass die Bremse hält. Da war ich natürlich schon am Zaun, also nicht jetzt nein gedonnert, aber. Das ist der, wo sie sagen, Golf. Zum Beispiel der erste ist der W50-Produktion zum Opfer gefallen, weil wir die W50 nach Mosambik und so exportiert haben und dafür Kaffee und die Wiesen zum Teil eingenommen, da hatten wir keine Chance. Ne? Ist ein Geduldner nach der Wende, weil mir ein bis 1990, 91 geglaubt haben, dass wir den Trabi noch bauen können. Und da wurden 3 Stück geduhnt und mit denen wurde beim Herrn Kohl im Garten vorgefahren und wollten unbedingt den bewegen, dass da Trabant weitergebaut werden muss. Aber das war ein sinnloses Unterfangen. Hat sich niemand darauf eingelassen. So sollten die aussehen. Wir wollten 4 Hotelketten in Griechenland und so sowas bauen, dass die Safari machen können und so. Selbst BRD-Frauen, die oft da waren, die haben gesagt, Mensch, zum Einkaufen schön, niedlich und so, aber es hatte keine Zukunft. Genau, das ist der Sachsenring. Hier hast du auch schon mit dran gearbeitet. An diesem Sachsenring hast du auch... Nein, da ist 59 ausgelaufen, ich habe 61 angefangen, Sachsenring. Ah, okay. Ich habe aber als Lehrling dann Ersatzteile, die wurden nämlich vergessen in der Betriebsplanung. Und dann haben sie uns eingeholt, da bedarf an Ersatzteilen und die haben gar keine gemacht. Das haben wir dann als Lehrlinge nachgeholt. Das will ich da eben hier dran mal erklären. Das ist der, pass auf. Vieles Handarbeit. Der Haube getrieben, also die war als Alublech, ne? Also hat fast alles mit der Hand gemacht, deswegen ist sehr teuer, aber für die Hälfte verkauft. War also ein Verlustgeschäft. So, und im Zuge der Erneuerung wurde dieses Blinklicht erfunden. Da aber die Wechsel, neues Werkzeug zu bauen und, oder das Einzuarbeiten sehr teuer war, haben wir also diese Kotflügel hergestellt, ohne dem der Öffnung. Und wir haben als Lehrlinge das, ja, da war ja hier zu Ende, ja, wo der Strich ist, und da haben wir als Lehrlinge das rausgeschnitten mit der Blechschere, haben einen rechten Winkel gebogen, erstmal einen einfachen rechten Winkel gebogen, circa so lang, haben den dann in diese Form gebracht, das dann eingeschweißt, sodass vom Blech die erste Kante von dem Winkel so stand und die nächste als Blende, also wo du was anschreiben konntest, ne? Dann das Licht und so.
und das eingeschweißt und ausgehämmert und mit der Fräserpfeile bearbeitet, da wurde nichts mit Schleifer gemacht und alles Handarbeit. Und mein Lehrmeister hat das mit dem Haarlingal abgenommen und wehe, da waren kleine Tönen. Ne? Also wenn du gut warst als Lehrling, in der Woche 2 Stück. Das war, da musste ich schon, also wirklich schaffen. Die meisten haben bloß 1 gemacht. Und das war das Auto von Heinz-Florian Irre. Darum guckt die Kamera immer raus mit Schiebedach, sonst hatten die kein Schiebedach. Da gab es nur 2 Stück. Eins hatte der Irre, ich weiß nicht, ob es ein Ersatz war. Deswegen steht das hier. Anfertigung, die besonders begehrt waren, waren die verchromten Lampenringe. Verchromte Stoßstange. Und Experten hatten hier noch eine Zierleiste auf dieser Sicke. Haben wir ja alles in der Lagerstadt gebaut, wurde alles im Sachsenring verchromt. Waren sehr begehrte Tauschobjekte der Lehrmeister. Das waren Versuche zu beweisen, wie viel die Karosse trägt. Die Kollegen, das ist kein gestelltes Bild, die saßen wirklich alle da drauf. Und hier zum Beispiel auch mit solchen primitiven Vorrichtungen, Hangabroller noch dokumentiert. Also es hat wirklich den Vorteil, ich habe das eine oder andere Auto auch mal repariert. Wenn du ein Blechauto hast und machst einen Unfall, wird das Blech alles nach innen gebogen. Du kannst dann auch nicht mehr fahren. Den Kunststoff haust du raus, kannst du fahren und beplankst neue und es ist weg. Der Unfall schon. Das war wirklich auch ein großer Vorteil.